Okay, liebe Schüler der 9. und 10. Klasse, es geht heute um sogenannte Mittelwerte. Wir kennen eine ganze Menge von Mittelwerten bereits, wie zum Beispiel das arithmetische Mittel und das geometrische Mittel. Es ist aber nicht immer möglich, bei sogenannten Grundgesamtheiten mit dem arithmetischen Mittel zu arbeiten, weil Ausreißer das arithmetische Mittel sehr stark beeinflussen. Trotzdem zeige ich nochmal das arithmetische Mittel mit der Formel x² gleich 1 durch n. Und das wird jetzt gelesen mal Summe über xi für i gleich 1 bis n. Und das ergibt dann 1 durch n mal x1 plus x2 plus bis zum letzten. Das ist die Darstellung für das arithmetische Mittel. Beim geometrischen Mittel haben wir die Formel x geometrisch gleich n-te Wurzel. Und jetzt steht dort ein neues Zeichen für uns. Das ist das große Pi. Und dieses große Pi ist in der Mathematik ein Multiplikationszeichen. Das bedeutet also n-te Wurzel aus Pi über xi für i gleich 1 bis n. Es ist nichts anderes als die n-te Wurzel aus dem Produkt der einzelnen Werte. Geometrische Mittel. Dann bitte, Kamera etwas rüberschwenken, zum harmonischen Mittel. Das harmonische Mittel ist der reziproke Wert aus der Gesamtzahl dividiert durch die Summe aus den reziproken Einzelwerten. Also x harmonisch gleich n durch Summe aus 1 durch xi und wieder für i gleich 1 bis n und nochmal hier dargestellt in der vereinfachten Form. Dann haben wir noch das sogenannte quadratische Mittel in der Form. Wiederum Wurzel aus 1 durch n mal Summe über xi zum Quadrat, das sind die quadratischen Glieder. Und in der vereinfachten Darstellung hätten wir es hier wieder so. Und da habe ich den Faktor 1 durch n einfach in den Nenner geschrieben. Ein weiterer Wert, der sehr bekannt ist, das ist der sogenannte Median. Und beim Median, x Median habe ich geschrieben, kommt es darauf an, dass die Anzahl der Werte entweder gerade ist oder die Anzahl ist ungerade. Und dadurch ergibt sich dann diese Formel. Für ungerade Werte ist einfach der Median der n plus 1 halbe Wert. Und für den zweiten wäre das dann 1 durch n mal der Summe. Und schließlich als letzten Wert haben wir noch das sogenannte chronologische Mittel. Und das chronologische Mittel wäre dann xc, habe ich das genannt, gleich 1 durch n mal eben. Das wird aber relativ selten benutzt. Deshalb müssen wir uns das nicht unbedingt merken, aber diese Mittelwerte haben doch eine ganz große Bedeutung. Und es käme jetzt noch darauf an, zu wissen, wann nehme ich das erste, zweite, dritte oder vierte. Bis jetzt.